Finale bleiben ja die 50 Mädchen über. Wie kommt man aber zu den 50? Das beginnt mit einer Online-Challenge. Und die besten 300 und nur diese kommen weiter in einen zweiten Teil der Online-Phase. Und da wird von Juroren, Jurorinnen auch Physikdidakten in dem Fall entschieden, welche denn die besten Portfolios sind. Nur diese besten 50 Portfolios kommen ins Finale. Das Wochenende in Wien war auch überhaupt sehr spannend, die anderen Mädchen kennenzulernen. Und mit also die Top 50 ist ja schon was Besonderes von über 1000. Ziemlich aufregend, aber auch spannend. Und man hat sich eben selbst beweisen können, dass man es schafft, dass man vor einem Publikum eben was präsentiert und sich eine Idee vorstellt. Ich bin wirklich begeistert, welches Potenzial die Mädels hier mitbringen, was sie für Ideen einbringen. Und wie sie die Bühne ausfüllen, das hätte ich, glaube ich, selbst in dem Alter noch nicht so können. Ich habe es total faszinierend gefunden, wie 5 Menschen, die sich vorher noch nie gesehen haben, die sich nicht gekannt haben, in wenigen Stunden unheimlich tolle kreative Lösungen auf die Beine gestellt haben. Was mich persönlich sehr begeistert hat, ist, dass das Siegerprojekt tatsächlich eine komplett neue Idee, die es nicht einmal ansatzweise gegeben hat. Ich war mehr aufgeregt als Marina selbst. Also mir ist am Herz bis da oben dann gestanden. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass ihr es geschafft habt. Je öfters fremde Namen genannt wurden, umso näher rückte der Sieg. Und wie es dann wirklich so weit war, war ich auch sehr überwältigt von der Situation. Mädchen, die sich für Technik interessierten, sollten auf jeden Fall das da, auf was sie Lust haben und nicht die Angst haben, dass irgendwie die Schule nicht schaffen könnten, weil das weiß ich auch von vielen Mädels, dass die dann glauben, ja, die Schule schaffen wir nicht oder wir werden vielleicht benachteiligt oder so. Das stimmt nicht. Die Mädchen haben jetzt schon eigentlich die besten Fähigkeiten bewiesen, die man braucht, um innovativ an neuen Lösungen zu arbeiten. Das erste ist Mut. Mut, sich auf die Bühne zu stellen, sich zu bewerben, was Neues zu wagen. Das zweite, Teamgeist, das haben sie auch alle hervorragend gezeigt. Und das dritte, auch diese Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn wir solche Bewerberinnen in Zukunft haben, dann sind wir wirklich gut für die Zukunft gerüstet. Veranstaltungen wie diese können öffnen, können Bildungsanstalten öffnen, können uns auch zeigen oder rückkoppeln, was eben in jungen Leuten steckt. Wenn man Jugendliche dazu bringt, nachzudenken, freiwillig, dann ist das, was die Schule manchmal etwas verabsäumt, und so ist es dann umso schöner, dass man sieht, wenn du es richtig machst, hast du einen schweren Enthusiasmus, und genau dieses Leuchten in den Augen hat man nicht nur bei der Siegerehrung gesehen, sondern auch in der Vorbereitung. Es war für mich ein toller Anfang, bei den Technik-Queens dabei zu sein, und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft im beruflichen Leben etwas mit Technik machen kann.